Also Leute, heute ein Video zum Catch Dali Sit-Down. Wie man sehen kann, G2, also die neueste Version, die ich auch schon als Video vorgestellt habe. Das einige da habe ich gleich abgelassen, weil ich zeige euch an der Seite, wie ihr es abmacht. Im Grunde genommen ist es relativ einfach. Hier, wo die Standfüße sind, da geht ihr oberhalb rein. Und dann könnt ihr auch das Gitter schon ganz leicht lösen. So sieht die andere Seite komplett ohne aus. Das hier ist die Vorderseite, weil sieht man am Akkuteil. Da zeige ich euch das mal als erstes hier mit dem Akku. Ich hatte den ja schon einmal geöffnet, deshalb war der Klang danach, naja, da hätte ich Raum nicht komplett 100% fest sind, nicht mehr so gut wie vorher. Schade, kann aber passieren. Na, der Witz jetzt beim Akku ist, man muss das Gehäuse nochmal. Nee, warte. Doch, man muss das Gehäuse nochmal komplett abschrauben, damit man den Akku wechseln kann. Weil so ein Akkufach schön und gut, aber wenn man das ganze Gehäuse dann trotzdem noch aufschrauben muss, um den Akku zu wechseln, nicht so das Beste. Und wenn ihr das Teil aufschraubt, merkt euch hier bei den Schrauben, da haben einige ein unterschiedliches Gewinde und das ist halt mir zum Verhängnis geworden beim wieder zusammenschrauben. Deshalb seht ihr hier schon, eine Schraube hat bei mir schon gleich gefehlt, weil die hatte dann falsches Gewinde. Und da auch. Deshalb, wenn man sowas nicht weiß, immer erwähnen und immer drauf achten. Seite gleich auch aufschrauben, dann geht es einfacher. Viele Schrauben. So. Ich glaube, ich brauche ein Messer dafür, um das Teil aufzubekommen. Weil war gar nicht so leicht, das Teil aufzubekommen. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das aufgemacht habe. Erstmal die Schrauben weg.
Erde gerade. Ich glaube, ich habe sogar einen Schrauber vergessen abzunehmen. Nee, hatte ich nicht. Jedenfalls, wie ihr seht, ganz so leicht zum Aufmachen ist es gar nicht. Und das auch nicht für mich. Obwohl ich schon sich Lautsprecher auseinandergebaut hatte. So, jetzt wegen Kabeln schauen, dass man die so. Also, wie ihr seht, es ist eine Plasteplatte und nur das Teil ist aus Aluminium, also komplett Aluminium ist nicht. Das sind aber auch irgendwie 100.000 Kabel, habe ich hier das Gefühl. Wenigstens lassen sich die Teile gut lösen, die Kabel. Hochtöner ist verlötet natürlich. Warum auch nicht? Ist ja auch bloß ein Lautsprecher für 400 Euro. Da kann man ja auch schon mal löten. Anstatt einen Stecker zu nehmen. Manu, 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 manu. Dieser schöne Kleber wieder. Einen so teuren Lautsprecher und dann wird verlötet. Mann. Mann ey, Mann ey, Mann ey, Mann ey. Das könnt ihr mir doch nicht antun. Das ist. Lasst mich lügen, das ist das Mikrofon. Wenn es da eins gibt. Ansonsten wüsste ich jetzt auch nicht, was das sein soll, wenn es kein Mikrofon ist. Hier drunter war es versteckt. Keine Ahnung, was das sein soll. Ich weiß auch nicht 100% alles über den Lautsprecher. Hier ist das Kabel von Akku, also was ihr da alles aufmachen müsst, um den Akku zu wechseln, ey. Zumindest beim G2. So, dann schraube ich mal hier ein bisschen. Wir wollen ja auch etwas sehen. Oh, ist der Treiber angeleimt? Naja, ganz nett das Treiberdesign. Auf dem Bild sah es ein bisschen anders aus im Internet. Oder die haben was vom 1 bis 2 geändert. Das kann natürlich auch sein. Stimmt, der Hochtöner ist immer noch festgelötet, aber ich glaube, den haben sie ja auch verschraubt. Also sollte das gar nicht so einfach sein, den rauszubekommen mit Kabeln. Das kann man hier auch bemängeln. Genau, die Teile sind auch verlötet.
Also da habe ich schon wesentlich günstigere Lautsprecher gesehen, wo das nicht verlötet wurde. Ich sage nur mal 50 Euro PC-Lautsprecher. Und das Teil kostet 400 Euro einfach mal. Natürlich klingt das Teil auch ein bisschen besser, der Hochtöner. Alles natürlich Neodym. Will man ja auch hoffen bei dem Preis. Ah, hier kann man auch was abmachen. Aber ich wette, da steht nichts drauf. Ja, leider hatte ich recht. Weil das hier ist ja jetzt nur der Gusskorb und hier den Magneten müsste ich wahrscheinlich abschrauben und so weiter. Und das ist. Ja, ich weiß nicht, ob sich das lohnt bei den Treibern. Andererseits muss man auch sagen, der GB Extreme 3 hat auch mehr Bass als das Teil hier. Und die kostet 100 Euro weniger UVP. Naja. Man hat da viele Schrauben. Damit man es ein bisschen besser von der Kamera sieht. Alter, geht das schwer. Ich glaube, da wäre fast ein größerer Schraubenzieher praktisch bei den Schrauben. Wo habe ich ihn eigentlich hin? Da. Besser macht sich der auch nicht. Der größere Schraubenzieher. Da brauche ich einen kleineren. Wie, das wurde erst geschraubt und dann verlötet, verklebt, wie auch immer. Und die Schraube ist auch noch verklebt. Warum tue ich mir das hier eigentlich an? An der Stelle mache ich mal Schnitt. Diese gottverdammte Schraube. Mann, ey. Naja, also 400 Euro ist der Lautsprecher definitiv nicht wert. Achso, das sind hier die Anschlüsse, ne? Stimmt, der Akku ist ja immer noch hier verbunden. Was ist das eigentlich hier für ein schwarzes Zeug, was sich so ein bisschen wie Knete als Verdichtung anfühlt? Schreibt es mir mal in die Kommentare, wie das Zeug richtig heißt. Ich habe keinen Plan. Aber für andere Lautsprecher kann man es ja nochmal wieder verwenden. Ich hoffe, ich kriege das Kabel hier durch, Kerl. Oh, ist das fest. Bombenfest.
Langsam kriege ich Hunger. Das ist aber auch ein Kraus hier. Akku einfach mal nebenbei austauschen, das ist ja ein schlechter Witz. So, ich habe Akku rausbekommen. So, was haben wir denn an Milliampere-Stunden? Wo steht's denn mal? 3300. Fokus. Ich hoffe, ihr schaut das nicht euch mit dem Smartphone an, sondern mit dem TV, da erkennt ihr vielleicht auch etwas. Also 3300 mAh hat das Teil. Ja, warum nicht? Jetzt hätte mich ja mal das B&O-Vergleichsteil interessiert, was auch 400 Euro kostet. Ob das so ein bisschen anders aufgebaut wäre oder wie das ist. Natürlich sind die Teile auch fest verklebt. Also wie man es von billigen Bluetooth-Lautsprechern kennt. Naja, ist halt so. So, ich treibe natürlich mal ein bisschen zur Seite. Die sind ja ganz in Ordnung abgestimmt. So, noch mehr Schrauben, Schrauben über Schrauben. Das Video wird wahrscheinlich eine halbe oder dreiviertel Stunde gehen. Gab es keine Schraube? Da gibt es zwei geheime Schrauben. Sind hier drunter noch zwei Schrauben oder was? Na, das wär's ja. Irgendwo sind dann nämlich zwei Schrauben. Hier sind die zwei Schrauben. Ah, gefunden! Wer sucht, der findet. Der braucht, dass er verschwindet. Hier gibt es noch eine Platine, die ist sicher nicht rausnehmbar und ja, verklebt, würde ich jetzt mal sagen, ist die Platine. Hier kann man aufschrauben. Müsste ich ja dann zu dem Teil kommen. Größer ein Schraubenzieher. Ich weiß zwar nicht, warum die so bombenfest verschraubt sind. Ich bin noch in der Kamerasichtweite mit meinem Schrauben hier.
Also abbekommen scheint man das auch nicht. Scheint auch so, als wenn man es nicht auswechseln könnte. Krass. So teuer und dann so scheiße am Ende doch aufgebaut. Da gibt es 5 Euro Lautsprecher, die sind einfach aufgebaut als das Teil. Ganz ehrlich. Das würde auch sichern, Kraus die Passivbassmembran rauszubekommen, ohne dass da ein Kratzer ist. Aber ich glaube, das ist fast unmöglich. Das ist ein Kraus. So teuer und dann doch so billig aufgebaut. Warum ist das verschraubt? Kann mir das mal jemand erklären? Ich verstehe den Sinn nicht dafür, dass das verschraubt ist. Hier an den beiden Seiten. Weil hier bei den kompletten ist es gelötet, wie man hier sehen kann. Natürlich schwarz auf schwarz. Ich hoffe, man kann es in der Kamera erkennen. Es macht so absolut einiges keinen Sinn bei dem Lautsprecher. Eine Charge 3, die UVP nur die Hälfte gekostet hat, sogar weniger als die Hälfte, ist besser aufgebaut. Naja. Jetzt wird mich mal so ein Beoplay 27 oder wie das Teil für 500 Euro aus kostet interessieren, wie das aufgebaut ist. Die neueste Version natürlich. Weil mit 2,7 Kilo ist ja kein Leichtgewicht. Dieser Beolith oder wie der heißt. Der eine oder andere, der sich damit ein bisschen auskennt, sollte ja wissen, was ich meine. Auch wenn ich jetzt die Hälfte wahrscheinlich falsch gesagt habe vom Titel. Oder Namen. Verstärker vernünftig, Lautsprecher in Ordnung, also vom Klang her gut, was Preis-Leistung betrifft, aber sehr gut ist anders. Dynamik hat er auch sehr gut verdient, aber in der Preisklasse erwarte ich das ja auch. Also was Aufbau betrifft ist unterste Klasse. Das ist ja grottenschlecht. Weil normalerweise, sobald man einen hochwertigeren Lautsprecher mit Passivbassmembran hat, verschraubt man allein die Passivbassmembran schon. Und daran erkennt man eigentlich hochwertige Lautsprecher mit Passivbassmembran. Und die billigen verklebt man halt. Naja. Kann ja eigentlich nur noch besser werden. Daher dieses Jahr oder letztes die Version rausgekommen ist, denke ich mal, dass die nächsten 3-4 Jahre nichts Neues daraus kommen wird. Ansonsten bin ich ja mal gespannt auf die neueste Version davon. So, seht ihr mal hier die ganzen Teile. Mit natürlich Kamera, Akkuladestation. Die eigentlich wieder im Schrank sein sollte. Hier seht ihr mal den Rest. Natürlich alles Neodymtreiber, aber das erwarte ich auch einfach in der Preisklasse. So, tschüss, bis zum nächsten Video. Die Teile als Free Air wahrscheinlich.